Riesige Massenproteste erschüttern Serbien. Ihr könnt die Bilder neben mir sehen. Es sind Zehntausende, wenn nicht gar Hunderttausende im kleinen Serbien auf der Straße und demonstrieren gegen was? Ha! Gegen Olaf Scholz und Dinge seiner Politik. Aber nicht nur Olaf Scholz. Sie demonstrieren hier auch gegen Rio Tinto, einem der größten Bergbaukonzerne der Welt. Und ja, um was sollte es anderes gehen als um Lithium? Es geht mal wieder um Rohstoffe. Früher war es Öl, heute sind es andere Rohstoffe, die hier über Krieg und Frieden vermutlich entscheiden. Aber erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Wirklich krasse Bilder hier aus Serbien. Sie demonstrieren friedlich für ihr Anliegen und zwar zu Zehntausenden, wenn nicht gar Hunderttausenden. Es gibt von diesen Aufnahmen gestern hier, gibt's richtig viele. Ich lasse hier einfach mal wirken auf euch. Es geht um Bergbauprojekte. Bergbauprojekte in Serbien. Da denkt man erstmal, okay, Serbien, Bergbau habe ich nicht so ganz auf dem Schirm. Aber ihr habt das vielleicht nicht mitbekommen. Olaf Scholz hat sich geäußert vor 3 Wochen vor der Presse. Und da war er auf dem Serbian Critical Raw Summit. Also auf dem serbischen Gipfel für kritische Rohstoffe oder für seltene Erden, je nachdem, wie man das Ganze auslegen möchte. Es geht jetzt darum, dass es in Serbien schon Lithiumvorkommen und Minen gegeben hat, die man erschlossen hatte. Allerdings aufgrund der Proteste der Bevölkerung wurde 2022 der Betrieb in den Lithiumminen des Landes eingestellt. Also man hat die Förderung beendet und jetzt gibt es hier eine Neuansiedlung, eine neue Mine soll aus dem Boden gestampft werden von Rio Tinto und der serbische Präsident Vucic, er steht dazu, dass die Serben Lithium fördern müssen. Allerdings das serbische Volk sieht das wieder ganz anders. Sie kommen hier wieder mit Vergleichen aus der Nazi-Zeit, die Deutschen wollen wieder Gräben graben in Serbien und so weiter. Sie haben nur Angst davor, dass quasi Umweltzerstörung stattfindet aufgrund des Abbaus dieser Materialien. Und da muss ich mal jetzt hier eine Lanze brechen für Rio Tinto. Diese ganzen Bergbaukonzerne, die haben mit Sicherheit genauso viel Dreck am Stecken wie auch andere Konzerne, die das Problem haben. Sie müssen Auflagen erfüllen, sie müssen aber auch wirtschaften können. Es wird kein Unternehmen geben, was freiwillig irgendwelche Dinge, die man noch verwerten kann, zum Beispiel in die Natur kippt. Was immer wieder behauptet wird, dort werden dann ganze Landstriche verseucht und vergiftet. Das mag vorkommen. Das mag vor allem auch in Dritte Weltländern vorkommen. Wenn aber ein weltweit tätiger Bergbaukonzern nach Serbien kommt, um dort eine neue Mine zu eröffnen nach europäischen Standards, dann wird es nicht am Ende so aussehen wie in China, wo es keine Bienen mehr gibt in den Provinzen, sondern das hat vor allem etwas damit zu tun, dass die Rohstoffe hier gebraucht werden für das strategische Interesse der Elektromobilität. Das muss man natürlich vorne ranstellen. Und dennoch geht es darum, dass dort wertschöpfende Arbeit stattfinden soll. Jeder, der jetzt sagt, die Serben haben recht, wir brauchen diese Lithiummine nicht, dann sage ich nur, und was ist, wenn die in Südamerika und in Südafrika uns auf einmal sagen, wir wollen euch keine Kupferminen mehr hier offen halten? Das ist das völlig Normalste der Welt, dass Menschen, die auf diesem Planeten leben, auch die Rohstoffe dieses Planeten ausbeuten müssen, um irgendwie Wirtschaft zu haben oder zu leben, sonst würden wir alle weiter in Höhlen leben. Und ob wir jetzt eine Kupfermine in Südamerika betreiben und mit dem Kupfer dann am Ende hier Stromkabel bauen und so weiter, oder ob man jetzt hier in Europa hingeht und hier eine Kupfermine aufmacht, um hier das Kupfer direkt zu fördern, spielt erstmal keine Rolle. Die Standards bei uns, sie sind eher größer als in anderen Ländern. Deswegen sollte es auch für die Serben ja eher von Interesse sein. Man macht das unter Schutz der Regierung. Also man beobachtet genau, wie der Bergbaukonzern vorgeht, anstatt dass sie irgendwo, wo es keiner sieht, dann wirklich tun und lassen, was sie wollen. Ich weiß, das ist ein schwieriges Thema, aber da muss man mal dazu sagen, ich bin auch Besitzer von Aktien der Firma Rio Tinto, weil diese Bergbaukonzerne auch einfach eine stattliche Dividende abwerfen. Das ist keine Anlageempfehlung, aber eine meiner Dividendenaktien, die ich besitze, ist Rio Tinto. Solange es uns Menschen gibt, wird es Bergbau und Abbau von Mineralien, von Erzen und von Rohstoffen geben. Ob das jetzt Lithium in Serbien ist oder wie es in Ostdeutschland ist, Steinkohle, Braunkohle oder wie es auf anderen Minen zugeht, ja, es kommt ja alles aus Minen am Ende, sei das Eisen, sei das Bauxit, also
Wir können gar nicht ohne diese geologische Exploration auf dieser Welt existieren, leben und uns überhaupt irgendeinen Wohlstand erarbeiten. Aber in Serbien, sie lassen sich hier vermutlich alle einhüllen von den Umweltschützern, wollen die Wertschöpfung nicht haben, die wollen die Steuereinnahmen nicht haben, sie wollen die Arbeitsplätze nicht haben und sie sagen, ja, bitte geh weg. Okay, dann gehen sie weg, dann gehen sie irgendwo am besten nach Nordafrika, vorausgesetzt, da gibt es ein Vorkommen, und betreiben dann dort eine Lithiummine direkt am Meer, ohne europäische Gesetzgebung zum Beispiel, und können dort dann Abfallstoffe einfach liegen lassen, was in Europa nicht erlaubt wäre. Es ist hier wirklich von Interesse, dass es auch geologische Exploration in unseren Nachbarländern gibt. Genauso werden wieder Kalibergwerke in Thüringen aufgemacht. Australische Firmen müsst ihr euch mal vorstellen. Um den halben Planeten muss man reisen, 18.000 Kilometer. Aber nein, diese Firmen kommen nach Deutschland, haben das Geschäft gesehen und bauen neue Gruben. Es werden neue Schächte gebaut in Thüringen, um Kalisalz abzubauen. Deswegen, das ist das völlig Normalste der Welt, aber die Serben, sie haben wenigstens eins gezeigt, sie können in Massen friedlich protestieren für ihr Anliegen. Das ist eigentlich das Schöne an der Sache. Ob sie mit dem Anliegen richtig oder falsch liegen, liegt immer im Auge des Betrachters. Klar, ich als Aktionär sage, natürlich brauchen wir dort die Mine, damit das Geschäft weiterläuft. Natürlich verstehe ich das, wenn sie jetzt kommen und hier in meine Wohnung oder sagen, mein Haus wird abgerissen, weil genau da die Mine hinkommt, dann wäre ich auch gegen die Mine. Es ist immer vom Standpunkt des Betrachters abhängig, wie man diese Sache hier sieht. Aber ich glaube, in Serbien ist doch viel Unwissenheit dabei, dass Rio Tinto hier negative Eigenschaften zugeschrieben werden, die am Ende so gar nicht stattfinden. Deswegen, ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal X und Telegram, dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Ansonsten sage ich ciao, bis bald.